Ich bin Linda Kruse vom Game Studio The Good Evil. Ich bin Game Designerin und ich denke mir Spiele aus. Das heißt, ich entwickle Erfahrungsmöglichkeiten für Spieler. Also ich glaube, die Zukunft des Gaming sieht super aus, weil Games sind immer mehr in der Gesellschaft angekommen, sind akzeptiert, haben sich ganz unterschiedlichen Zielgruppen geöffnet. Viele Leute entwickeln mittlerweile Spiele, die interessante neue Ideen mitbringen. Und das macht es halt sehr vielfältig und sehr reichhaltig, Spiele von unterschiedlichen Leuten zu spielen und dadurch neue Erfahrungen machen zu können. Und ich hoffe, dass auch in Zukunft das eben weiter so sein wird, dass sie einem helfen, in andere Welten reinzublicken. Also wir machen bei The Good Evil, wir machen hauptsächlich Lernspiele. Das heißt, für uns ist es ein sehr wichtiger Bereich, gerade weil auch in Deutschland das noch nicht so stark verankert ist, im Gegensatz zu anderen Ländern, dass Spiele zum Beispiel im Unterricht genutzt werden. Und da sind wir jetzt dabei, ein paar Spiele zu entwickeln, haben auch gerade welche auf dem Markt, die speziell für den Unterricht konzipiert sind, dass man da diese Form auch nutzt, genauso wie Bücher oder Filme, weil sie nochmal einen ganz anderen Einblick geben können in bestimmte Themengebiete.